Hi, meine Lieben. Ich war heute noch mal in der Wohnung und da sieht schon richtig gut aus. Also mein Bad und meine Küche, die gehen so langsam voran. Wie gesagt, es ist noch nicht komplett fertig. Morgen streichen wir meine Wohnung und ja, ich habe jetzt hoffentlich bekomme ich die nächsten Tage mein neues Kabel für meinen Laptop, dass ich den endlich wieder benutzen kann und dann kann ich hoffentlich auch wieder Videos drehen. Mein Vermieter hat mir jetzt übrigens heute gesagt, dass die bis zum 1.12. fertig sein werden und ich werde dann wahrscheinlich am 10.12. da einziehen, weil es das nächste freie Wochenende ist, wo ich Zeit habe. Und ja, jetzt heißt es halt noch ausharren und mein Zimmer fertig in Kisten packen. Aber es wird langsam. Ich zeige euch jetzt mal einen Überblick von meinem Zimmer, wie es momentan hier aussieht. Es ist ein richtiges Chaos. Überall stehen Kisten und Säcke mit Klamotten drin und ich bin am Aussortieren und ich kann fast nicht mehr laufen. Und ich habe drüben im Büro ist schon alles voll mit Kisten. Und die Schränke sind irgendwie schon halb leer und da hinten ist auch nichts mehr. Und ja, mein Nagellackregal ist ausgeräumt. Da steht noch eine leere Kiste und da sind auch noch zwei Kisten. Und ja, ich habe irgendwie im Moment keinen Überblick mehr. Auf jeden Fall streichen meine Mama und ich morgen, wie schon erwähnt, meine Wohnung. Und dann werde ich euch auch noch mal die Wohnung zeigen, wie sie jetzt momentan aussieht. Und ja. Meine Mama und ich bringen morgen auch schon ein paar kleine Sachen in die Wohnung und schon so ein paar Klamotten, die ich jetzt eh nicht mehr anziehe. Und dann ist schon mal so ein Teil aus meinem Zimmer. Und ja, die anderen Sachen werden dann am Samstag rübergebracht mit einem Transporter. Also mein Kleiderschrank, mein Bett, mein Schminktisch wahrscheinlich und morgen. Bezahlen wir auch schon mein Sofa, das holen wir dann am Freitag. Und ja, und alles andere bringen wir dann eben rüber, wenn ich ganz einziehe. So, wir haben es jetzt 20 Uhr und ich habe jetzt meine Kissen weiter eingepackt und ich kann euch gerade mal zeigen, wie das aussieht. Moment. Ja, es sieht jetzt wieder einigermaßen anschaulich aus. So einigermaßen. Es ist nicht mehr so vollgestellt. Aber ja, ich bin immer noch am Packen und das wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage so gehen. Ich habe auf jeden Fall schon einen Einkaufskorb gefunden für Lebensmitteleinkäufe. Der stand auch die ganze Zeit bei mir im Schrank, da war irgendein Krusch drin, irgendein Krimskrams. Und ich habe den mal von meiner Stiefschwester bekommen, zum Geburtstag, glaube ich. Und ich finde den mega süß. Ich habe den eine Zeit lang auch mal als Strandkorb benutzt, aber so für Einkäufe finde ich ihn eigentlich voll perfekt. Passt mega viel rein und ja. Ich werde jetzt noch ein paar YouTube-Videos angucken und um 20:15 Uhr schaue ich den Hobbit auf RTL. Ich muss gestehen, ich habe noch keinen einzigen Herr der Ringe-Film gesehen. Ich habe den Hobbit damals auch nicht im Kino angeguckt irgendwie. Und letztens wollte ich die Herr der Ringe-Teile anschauen. Und dann musste man die bei Prime aber zahlen. Und da hatte ich dann irgendwie keine Lust drauf. Und ja, jetzt gucke ich mir, also der Hobbit ist ja so die Vorgeschichte von Herr der Ringe. Und jetzt gucke ich mir den mal an und bin gespannt.
Halbweg, ja. Hi Leute, ich wollte euch mal ein little Update geben. Und zwar, ich weiß, ich habe bis heute nicht so viel gefilmt, weil meine Vermieter dort auch in der Wohnung waren und gearbeitet haben. Deswegen konnte ich da keine große Roomtour machen. Ich werde euch aber Bilder einblenden und werde euch die Wohnung auf jeden Fall noch als Video zeigen. Und ja, am Freitag bin ich auch nochmal in der Wohnung. Ich habe heute mein Sofa gekauft. Oh, ich bin so glücklich. Und das werdet ihr dann am Freitag auch sehen. Und ja, schaut mal, was heute noch gekommen ist. Ein kleines Päckchen. Und da ist mein neues Laptop-Kabel enthalten. Das bedeutet, ich kann jetzt wieder an meinen PC und ich kann an meinem PC wieder Videos schneiden. Ich bin so glücklich. Und ja, wir sehen uns.